machen wir Sauerfleisch. Genau, ich habe hier schon Salz und Zucker einmal vermengt. Dann habe ich hier Lorbeer, Piment, Nelke und schwarzen Pfeffer. Also Nelke habe ich zwei so eine kleinen Dinge, Piment habe ich zwei Kugeln und vom Pfeffer habe ich jetzt irgendwie 1, 2, 3, 5. 5 und so anderthalb Blätter Lorbeer. So, dann habe ich hier schon ganz normal Essig, Branntweinessig, 300 Milliliter. Da gucken wir aber gleich, wie viel oder wie säuerlich das schmeckt. Und hier habe ich 2 Liter Wasser drin. So. Dann haben wir hier den Nacken. Ich habe mir am Stück was mitgenommen. Ihr könnt das am Stück machen, ihr könnt das auch in Scheiben machen. Das ist völlig egal. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt dann in Scheiben geschnitten. Ja, genau. So, also wie gesagt, wir warten jetzt, bis das kocht. Dann geben wir die Zutaten dazu. Und ich mache das genau, wenn es denn mal passen würde. In ein Teesieb. Teesieb, ne? Also da könnt ihr losen Tee und so und oder Gewürze könnt ihr da schön reinmachen. So, dann genau. Also schon so lange her. Das vermengen wir jetzt alles mit dem Essig zusammen, lassen das aufkochen, geben das Fleisch hinein. Und lassen das, weil das in Scheiben ist, so circa Stunde, anderthalb, lassen wir das köcheln. Nicht kochen, köcheln. Zugedeckt. Alles Weitere wird dann besprochen, so mit Gelatine und Sud abgießen und was denn davon behalten und alles. Und genau, das, wie gesagt, das folgt dann später. So, damit das auch ein bisschen schneller geht. Ne, ihr könnt fürs Sauerfleisch, ihr könnt Nacken nehmen, ihr könnt Bauch nehmen, ihr könnt Budenoberkeule nehmen, ihr könnt aber auch, was ich irgendwie schon gesehen hatte, Kassler nehmen. Ja, das sind so die gängigsten. Also ja, also Hauptsache ist eigentlich gängig so Nacken. Ja, dann würde ich mal sagen, das nehmen wir dann auch, ne? Weil haben wir ja auch und oh Gott. Ich rede mir da schon wieder ein. Ja, genau. Ja. So, es fängt an zu sieden. Das ist nicht schlecht. Also geben wir das schon mal dazu. Essig oder Essig nicht? Ha.
Ja. Also ich mache das mal so, ich versuche mal, das da irgendwie ranzukriegen. So. So, dann probiere ich das mal. Weil es soll ja auch Sauerfleisch sein. Sauer. Es soll natürlich auch nicht so sauer sein. Also, ja. Wir warten mal ab, was dabei rauskommt. Schalalala. Du fang an zu kochen. So ist das, wenn man auf etwas wartet. Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, ich mache das Sauerfleisch nicht für mich. Ich mache das für jemanden, weil ich Sauerfleisch, nee. Also da alleine dieser Gedanke, wie man da. Nee, das ist. Ja. Das ist so ein Schauer, der. Nee. Den muss ich gerade nicht so. Nein. Und Nacken oder Bauch sowieso nicht, weil das ist mir einfach zu fettes Fleisch. Das muss ich echt nicht haben. Weil wenn ich das alles wegschneiden würde, dann bleibt ja nichts mehr übrig. Ne, also, weil ich würde quasi das hier nur essen, so. Und alles andere würde ich wegmachen und da, nee, nee, das, nein, es tut mir leid, aber nein, muss ich nicht haben. Ja, aber ist ja jedermann Sache, so, ne, soll er machen und, ja. So, dann geben wir jetzt mal das Fleisch dazu. Also, hatte ich das erwähnt, so 500 Gramm? 500 Gramm Fleisch habe ich jetzt hier. Ne? Das ist eigentlich sehr optimal. So portionmäßig, ne? Vier Scheiben passt. Jeder zwei, also zwei Portionen Bratkartoffeln dazu, Remoulade oder wie ihr das auch immer essen wollt. Genau. So, jetzt drehe ich das runter, weil ich möchte das ja köcheln lassen. Bei geschlossenem Deckel. Genau. Ja, wie gesagt, das lassen wir jetzt. Was habe ich jetzt gesagt? 1,5 Stunden. Genau. 1,5 Stunden sind 90 Minuten. 90? Nicht 85, nicht
So, genau, das lassen wir jetzt da drinne und dann würde ich sagen, melde ich mich dann später dann nochmal. Tschüss. Ha, was man nicht im Kopf hat, das hat man in der Föte. Zum Geschmack sollte es auch noch Zwiebeln geben. Genau, die habe ich völlig vergessen. Ne, einfach so dazugeben, so ein bisschen verteilen. So. Ne, ihr müsst die später auch nicht mitessen. Nur Zwiebeln, wie gesagt, geben ja auch noch Geschmack. So, und wieder zu und dann bis später. So, also. Hier habe ich das Fleisch. Ich habe es aus dem Sud rausgenommen. Dann habe ich die Zwiebeln auch schon rausgefischt. Dann gießen wir das jetzt einmal ab. Ja, normalerweise, also das Sud ist so klar. So, na, also ihr müsst das. Ihr müsst das nicht durch so ein Sieb machen, nur wenn ihr kein Teesieb habt, dann würde ich das empfehlen, sonst braucht ihr das nicht. So, dann brauchen wir Gelatine. Gelatine. Die müssen wir einmal. Na? In kaltem Wasser auflösen. Beziehungsweise einweichen. Ich habe jetzt, wie viele Blätter waren das jetzt? Drei Blätter. Drei Blätter. Ja, ich glaube, das ist nicht schlecht. So, dann die Auflaufform. Da packen wir dann mal das Fleisch rein. So. Ist auch schön zart geworden. Dann Zwiebel verteilen. Die müsst ihr später nicht mitessen. Na, also alles gut, aber es zieht ja dann noch ein bisschen durch. So, dann nehme ich meinen Topf. Wird jetzt ein bisschen. Nein. So, also, ne, so habe ich das jetzt gemacht. Dann habe ich hier meine Flüssigkeit. Oh, ich denke mal, 1 Liter. Ein Liter. Na komm. Sind ausreichend für 5. Genau, so. Weil in der Brühe, da wollen wir jetzt die Gelatine einmal. Ja.
dazu. Komm. So, genau. Also die aufgeweichte Gelatine immer ausdrücken vom Wasser. Das natürlich nicht mehr zum Kochen bringen. Ein bisschen zu voreilig, aber das macht nichts. So, und dann lasst ihr das am besten 24 Stunden oder auch 48 Stunden, lasst ihr das ordentlich schön durchziehen. Und wie gesagt, dann schön Remoulade dazu oder eben halt Bratkartoffeln oder aufs Brot, je nachdem, wie ihr das eben halt mögt. So, das ist schon mal nicht schlecht. Die ist auch fast schon wieder, jo. Also wie gesagt, Gelatine immer schön ausdrücken. So. Hier auch alle mit. Jo. So. Dann würde ich sagen, gießen wir das jetzt nur noch rüber. Ja. So, ich würde sagen, das passt doch. Sollte euch das Gelee, sage ich jetzt mal, nicht so hart rüberkommen, also nicht so, ne? Also es gibt ja härteres Gelee, es gibt ja auch nicht so weich, nicht so hartes, macht das absolut nicht, weil viele mögen das Glibber aber auch nicht, also von daher alles gut. Ja, das war's dann auch. Ich stelle das jetzt in den Kühlschrank und lasse das durchziehen. Wenn es fertig ist, mache ich ein Bild davon. Ja. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Vergesst nicht zu liken und zu teilen bei Facebook und YouTube. Würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.